Willkommen bei Ihrer Gesundheit. Wir teilen Tipps zum Abnehmen und zur natürlichen Heilung. Sie können Ihre Zähne nach 5 Minuten aufhellen, wenn Sie diese Methode anwenden. Unsere Zähne sind natürlich weiß, schön und glänzend, aber im Laufe der Zeit werden die Essgewohnheiten von dunklen Lebensmitteln wie Tee, Kaffee, alkoholfreie Getränke, unzureichende Zahnhygiene und vielen anderen Faktoren die Farbe Ihrer Zähne beeinflussen. Manche haben eher weniger Glück wegen des angeborenen Faktors, dass die Zähne undurchsichtig und weniger ästhetisch sind. Wir geben oft Geld aus, um die Zähne schön zu machen. Deswegen versuchen wir Zahnärzte zu finden, Mundspülungen zu verwenden oder verwenden teurere Zahnpasta in der Hoffnung, es hat eine Wirkung. Obwohl die oben genannten Methoden sofort Ihre Zähne aufhellen, gibt es eine traurige Tatsache, dass wenn Sie diese Methoden auf lange Sicht verwenden, Ihre Zähne aufgrund der Chemikalien von Bleichprodukten erodiert werden. Doch jetzt müssen Sie nicht mehr allzu große Sorgen machen, da wir Ihnen jetzt eine natürliche Methode geben, um helle und gesunde Zähne zu bekommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen eine einfache Home Whitening-Methode, die erst nach kurzer Zeit verwenden werden sollte. Diese Methode verwendet alle natürlichen Inhaltsstoffe, um Ihnen Zeit und Geld zu sparen. Es ist eine Methode, die eine Bleichmischung verwendet mit einem hohen Säuregehalt, die in natürlichen Inhaltsstoffen gefunden werden und die in der Lage sind, Flecken von den Zähnen zu entfernen. Gleichzeitig hilft uns diese Mischung auch, Plaqueaufbau zu reduzieren und Gingivitis zu verhindern. Sehen Sie sich dieses Video bis zum Ende an und Sie lernen, wie man starke weiße Zähne hat. Die erste Zutat sind 3 Erdbeeren. Erdbeeren enthalten ein Enzym namens Apfelsäure, das Zähne aufhält und in zahlreichen Experimenten bestätigt wurde. Diese Säuren helfen uns, gelbe Flecken auf den Zähnen vollständig zu entfernen und die Rückkehr der Plaque auf den Zähnen zu begrenzen. Darüber hinaus sind Erdbeeren auch dafür bekannt, große Mengen an Vitamin C zu enthalten, die das Altern bekämpfen und unser Immunsystem gesund halten. Gleichzeitig hat Vitamin C die Wirkung der Zerstörung freier Stammzellen, ist entzündungshemmend und fördert den Prozess der Aufhellung des Leuchtens der Zähne. Die Erdbeeren in kleine Stücke schneiden. Nun die Erdbeeren mit 50 ml Wasser in einen Mixer geben und zerkleinern. Gießen Sie die Mischung in die Schüssel. Die zweite Zutat ist ein Teelöffel Backpulver. Natriumbicarbonat hat eine große effektive Wirkung auf die Zahnaufhellung. Seine leichte Abrieg-Eigenschaft ermöglicht es, die Verbindungen von Molekülen zu brechen, die die Zähne färben. Es hat auch antibakterielle Eigenschaften, die helfen können, schädliche Bakterien zu bekämpfen. Natriumbicarbonat, wenn es mit Wasser in Berührung kommt, setzt es auch natürliche Radikale frei, die helfen, Zahnschmelzverfärbungen zu verhindern und Plaque anzugreifen, wodurch Karies wirksam bekämpft wird. Ein Teelöffel Backpulver hinzufügen und gut vermischen. Die dritte Zutat ist ein Teelöffel Salz. Tatsächlich ist Salz ein Rohstoff mit einem reichen Mineralgehalt. Salz enthält unsere Zähne sauber, atemlos und stärkt das Zahnfleisch unserer Zähne. Ein Teelöffel Salz hinzufügen und gut vermischen. Die letzte Zutat ist Kokosöl. Wie wir wissen, hat Kokosöl den Effekt, die Haut zu verschönern, das Haar zu glätten und so weiter. Jedoch hat Kokosöl auch eine andere Verwendung, nämlich die schnelle und effektive Zahnaufhellung
Laut Zahnexperten enthält Kokosöl Antioxidantien, die arbeiten, um Streptobakterien zu entfernen, eine Art von Bakterien, die Zahnkrankheiten verursacht. Darüber hinaus tötet Kokosöl auch Streptobakterien ab, die Hohlräume verursachen, und Kokosöl lässt auch die Zähne mehr leuchten. Ein Teelöffel Kokosöl zugeben und gut umrühren. Da wir nun die Zahnaufhellungsmischung haben, mit allen natürlichen Inhaltsstoffen, verwenden wir eine Zahnbürste, um die Mischung vorsichtig auf die Zähne für 5 Minuten zu reiben, damit die Mischung tief eindringen kann, was hilft, Bakterien und Plaque in den Zähnen zu entfernen. Schließlich spülen wir unseren Mund mit sauberem Wasser aus und bürsten wieder mit Zahnpasta. Putzen Sie sich einmal täglich mit dieser Mischung die Zähne nach den Mahlzeiten für die besten Ergebnisse. Darüber hinaus sollten Sie die Verwendung von farbigen Lebensmitteln beschränken, um eine Beschädigung der Schmelzschicht zu verhindern. Vielen Dank, dass Sie sich dieses Video angesehen haben. Wenn Sie Fragen zu dieser Methode haben, zögern Sie nicht, Ihr Feedback zu hinterlassen, und wir werden schnell antworten. Hier sind einige unserer Videos, die Sie interessieren könnten. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und Gesundheit. Bis bald!